Liebe Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Bart's Fishtales. Und heute mache ich ein ganz einfaches Rezept mit Räucherlachs, Fishtales Brian Sockeye aus Alaska. Die Zutaten für dieses super Rezept sind herrliche frische Kräuter und Zwiebel. Wir haben Räucherlachs, wir haben frisches Brötchen und Eier. So, zum Anfangen, ich koche die Eier hart in 8 Minuten. So, ich brauche 2 Eier. Dieses Rezept ist für 4 Personen. So, für einige Minuten, die Lachs braucht ein bisschen Sauerstoff. Ich öffne die Packung. Das riecht schon sehr gut. Der Alaska Sockeye Lachs hat eine Diät von nur Krabbe. In dieses Krabbe gibt der Lachs ein wunderschönes Farbe, rote Farbe. So, ich stelle das an Seite und jetzt der Marinade. Ich nehme eine Zwiebel und schneide das in Ringen. So, die Eier sind fertig. Und jetzt die frische Kräuter. Okay. So, Petersilie. Und Dill. Ich liebe Dill. Dill dazu. Basilikum. Bisschen Rosmarin. Schnittlauch. Ein bisschen. Frisches Thymian. So, dieses Rezept ist auch sehr gut zu machen mit getrockneten Kräutern. Und jetzt Olivenöl. Salz dazu und Pfeffer und jetzt ein bisschen mischen, ein klein bisschen Zitronensaft. Jetzt nehme ich die Eier und schneide die in Scheiben und schneide die Brötchen durch die Mitte. Und jetzt der Held von dieses Rezept, Sockeye Lachs. Und jetzt die marinierten Zwiebeln. Die Eier dazu. Pfeffer. Dill und Senfsauce. Oh, sehr gut. Und zum Finishing Touch ein bisschen Zitrone rein. Jetzt probieren. Der Räucherlachs. Die Räucherlachs zusammen mit den frischen Kräutern. Dies ist wirklich wunderbar. Vielen Dank für das Schauen von dieses Video und bis nächstes Mal. Tschüss!